Kleiner Simon. Hallo Bücherfreunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich komme ich dazu, den Lesemonat September und allgemein so ein bisschen den Rückblick zum Monat abzudrehen. Stört euch nicht daran, wir haben Besuch von meinem Kater. Der ist immer ganz interessiert, wenn irgendwas Neues ist, wenn ich irgendwo ja, was tue, was mache, dann kommt er immer und schaut vorbei. Der Kleine. Kann aber auch sein, dass er bald die Nase voll hat, sich dann hier in seinen Korb, in seinen Kratzbaum legt und dann schnarcht. Wer weiß. Kann alles passieren. Wir schauen einfach mal. Ich habe es mir auf jeden Fall heute mal auf dem Bett bequem gemacht. Und ja, wollte jetzt mit euch meine Bücher durchgehen, die ich so im September gelesen habe, beziehungsweise auch angefangen habe. Also ich zeige euch auch so ein bisschen mein Currently Reading. Fangen wir mit einem Buch an, das ich tatsächlich vergessen habe, euch zu zeigen im August. Ich habe das am 31. August beendet. Das war ein Hörbuch von Rainer Weckwert und Tariot. Und zwar Pheromon. Der erste Band dieser Reihe. Ich finde das gerade sehr interessant, dass sich das so hart anfühlt. Also es fühlt sich eigentlich fast an wie ein Hardcover, weil ihr seht ja, das ist ein Softcover bzw. eine broschierte Ausgabe. Und ja, ich habe, wie gesagt, das als Hörbuch gehört, fand es aber ehrlich gesagt nicht gut. Schon mal das vorab. Wahrscheinlich war das auch der Grund, weshalb ich es irgendwie total vergessen habe, euch im August zu zeigen, weil es so aus meinem Kopf dann auch direkt wieder weg war. Wenn ich es nicht als Hörbuch gehört hätte und irgendwas gebraucht hätte, gerade, ja, dann hätte ich das sicherlich nicht zu Ende gehört. Es geht hier auf jeden Fall um irgendwie Insekten. Es hat aber auch was mit Außerirdischen und so ein bisschen Sci-Fi zu tun, ist aber wirklich nur klein, so am Rande. Ja, und man erfährt die Geschichte auch aus der aktuellen Zeit und dann, ich glaube, 10 Jahre in der Zukunft. Das fällt mir wieder mal schwer, genau den Inhalt wiederzugeben. Das war auch so bei den anderen Büchern bei Beast Mode, das ich ja von Rainer Weckwert auch gehört habe. Ja, deswegen, sorry, ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr dazu sagen. Ich fand es auf jeden Fall irgendwie ein bisschen lame, also irgendwie ein bisschen langweilig, ich weiß nicht. Beast Mode konnte mich sehr begeistern, weil es sehr actionreich und spannend war. Aber hier war dieses Thema mit den Pheromonen, mit diesen Fliegen, mit diesen Insekten irgendwie dann doch nicht so sehr im Vordergrund, wie ich es dachte. Weil ich meine, ja, dass ich keine Ahnung, ich konnte damit irgendwie nicht so viel anfangen. Und es ist, wie gesagt, auch sehr schnell bei mir in Vergessenheit geraten, deswegen. Ja, was habe ich dem Ganzen denn gegeben hier auf Goodreads? 2 Sterne. Mittlerweile würde ich vielleicht sogar nur einen Stern geben, weil ich es so direkt wieder vergessen habe. Aber ja, auf Goodreads direkt nach dem Beenden habe ich ihm 2 Sterne verliehen. Dann kommt ein Buch, das ich ebenfalls als Hörbuch gehört habe. White Maze von June Perry. Und auch hier, es wurde mit der Zeit ein bisschen besser, aber direkt am Anfang war ich so genervt von der Protagonistin, weil sie so ein typisches, ja, jugendliches Mädchen ist. Ich glaube, sie ist 17 Jahre alt, aber so verwöhnt und irgendwie ekelhaft und ich weiß nicht. Vivian am Anfang war furchtbar. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anders beschreiben. Sie war sehr zickig, sie war nur auf Klamotten und dieses ganze Etepetete und Oberflächliche aus und ja. Sie hat dann mit der Zeit aber tatsächlich eine sehr extreme, krasse Entwicklung durchgemacht, aber hatte trotzdem immer noch so ein bisschen ein paar Punkte, wo sie mich genervt hat. Fangen wir jedoch beim Inhalt an. Es geht hier um Virtual Reality Linsen, die programmiert werden und den Menschen eingesetzt werden. Und White Maze, der Titel dieses Buches, ist auch ein Spiel, das quasi im wirklichen Leben sich abspielt und gespielt wird. Und Vivians Mutter entwickelt so eine neue Art von Linsen. Die hatten einen bestimmten Namen, das weiß ich jetzt allerdings nicht mehr. Bis sie jedoch am Tag vor der Veröffentlichung ermordet wird. Und irgendwas hat es mit diesen Linsen zu tun. Vivian möchte dem allen nachgehen.
sie lernt dann eine Gruppe an Hackern kennen, die ihr dabei helfen. Und ja, es wird dann tatsächlich noch sehr spannend und cool. Aber trotz allem hat es so ein bisschen für mich persönlich an der Umsetzung gehadert. Also ich hatte immer noch so ein paar Eckpunkte, wo ich dachte, Die Protagonistin, wie gesagt, hat mich ab und an doch immer mal wieder genervt. Ich fand ihre Charakterentwicklung super. Ich glaube, das war auch so angedacht von der Protagonistin. Es war auch super gelesen. Aber ich glaube, man hätte auch so ein paar Sachen rauskürzen können zwischendrin. Aber das Ende zum Beispiel fand ich super. Das hat mir wieder richtig gut gefallen. Also alles in allem habe ich dem Buch 3 Sterne gegeben. Es ist tatsächlich kein schlechtes Buch, aber jetzt auch nicht das super tollste, das ich im Monat gelesen habe. Dann kommen wir zu Giants von Sivan Novel. Sie sind erwacht. Dazu hatte ich, glaube ich, euch auch ein Weekly Reading Vlog oder sowas. Irgendeinen Vlog hatte ich euch dazu abgedreht und auch, glaube ich, schon mal so ein bisschen meine Meinung dazu gesagt. Ich finde es richtig cool an diesem Buch, dass das mit Mixed Media geschrieben ist. Also wir haben quasi Interviews hauptsächlich, aber ab und an eben auch Tagebucheinträge oder Videotagebücher, die halt natürlich auch dann nur schriftlich zu lesen sind. Aber das fand ich sehr, sehr cool daran. Allgemein ist das natürlich eine Science-Fiction-Geschichte, wie ihr euch jetzt vielleicht auch so ein bisschen an das Covers gedacht habt. Es geht hier darum, dass ein Wissenschaftsteam einen großen Roboter überall auf der Welt verteilt, also immer verschiedene Teile des Roboters findet und man wissen möchte, was es damit auf sich hat und ja, auch so ein bisschen die Beziehung der Menschen, die daran arbeiten. Alles am Anfang auch sehr interessant. Wie gesagt, die Form, wie es geschrieben ist, finde ich richtig cool. Das war generell cool geschrieben, aber hat sich sehr gezogen dann irgendwann. Also es war irgendwann wirklich für mich komplett das Gleiche. Da war jetzt leider mein Akku leer, deswegen sind wir jetzt auf meinem Handy, weil ich dieses Video ganz gerne noch abschließen würde heute, weil ich glaube, so eine halbe Stunde circa muss ich immer warten, bis der Akku wieder voll ist. Und ja, das wäre jetzt ein bisschen zu lange. Jetzt kann ich leider zwischendurch nicht mehr auf Goodreads nachschauen, weil wir ja auf meinem Handy filmen. Aber was soll's. Ich krieg das irgendwie hin. Wir waren ja auf jeden Fall hier bei diesem Buch Giants. Gegen Ende wurde es relativ spannend dann noch. Und im Großen und Ganzen war es auch echt eine interessante Geschichte, wie gesagt. Aber ich fand, es war so ein bisschen repetitiv zwischendurch. Und deswegen habe ich dem Ganzen auch 3 Sterne gegeben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier weiterlesen soll. Ich glaube, es ist eine Reihe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es nur ein Zweiteiler oder ein Dreiteiler dann auch ist. Muss ich mir alles mal überlegen. Aber ich bin auf jeden Fall froh, es gelesen zu haben. Es war so ein bisschen besser jetzt als dieses Buch. Das war ja auch ein 3-Sterne-Buch. Also ja. Und dann habe ich noch 2 Chris-Carter-Bücher gelesen, beziehungsweise auch wieder als Hörbuch gehört, dadurch, dass ich viel in meinem Etsy-Shop gemacht habe. Da sind übrigens auch die Ohrringe hier entstanden. Die sind so ein bisschen schon Halloweenig für jetzt den Monat Oktober, in dem wir uns ja jetzt gerade befinden. Ja, und da höre ich immer eben ganz gerne Hörbücher so nebenbei. Und ich habe den 6. Band der Robert Hunter and David Garcia-Reihe gelesen und dann auch noch den 7. Band. Beide haben mir wieder richtig, richtig gut gefallen. Ich glaube allerdings, dass mir der 6. Band, Die stille Bestie, ein bisschen besser gefallen hat dann noch. Ich werde jetzt nicht so im Detail auf die ganzen Sachen hier eingehen, weil es ja wirklich Teile einer Reihe sind. Im Allgemeinen kann ich aber Chris Carter und seine Reihe einfach nur unglaublich empfehlen. Finde ich richtig toll geschrieben und auch sehr spannend gemacht immer. Und jedes Mal überrascht mich eigentlich der Ausgang auch. Und es ist immer ein Plus für mich, vor allem bei Thrillern, weil ich da in den letzten Jahren so viele gelesen habe und manchmal ist es dann doch ein bisschen offensichtlich für mich, aber es ist nie der Fall bei Chris Carter. Hier im 6. Band ist es so ein bisschen anders, weil diesmal nur Robert Hunter ermittelt. Das hat alles einen bestimmten Grund. Wenn ich den jetzt allerdings erzählen würde, würde ich spoilern. Jedenfalls fand ich das sehr cool, hier von Robert Hunter noch sehr viel mehr zu erfahren. Robert Hunter ist ja die Hauptperson. Es gibt noch so eine Art Sidekick zu ihm, also David Garcia. Ich würde behaupten, er ist mehr als ein Sidekick. Es ist einfach sein Ermittlungspartner, aber ja, der Einfachheit halber nenne ich ihn jetzt mal Sidekick.
Ich finde David Garcia auch unfassbar toll und mag ihn wirklich sehr gerne. Aber wie gesagt, ich fand es jetzt einfach toll, von Robert Hunters Vergangenheit noch mehr zu erfahren. Er ist wirklich eine sehr interessante Gestalt. Das erfährt man schon direkt am Anfang im ersten Band, dass er einfach sehr intelligent ist und sehr früh seinen Abschluss und alles gemacht hat. Und ja, er hat einige Schicksalsschläge erlitten und das hat man jetzt hier eben alles erfahren. Natürlich hat David Garcia auch so ein bisschen gefehlt und ich hatte auch so ein bisschen Angst, ob er überhaupt dann nochmal kommt, aber war auf jeden Fall im siebten Band dann der Fall. Aber ja, wie gesagt, ich fand es sehr, sehr cool, hier mehr über Robert Hunter, unseren Hauptprotagonisten, zu erfahren und auch den Fall an sich fand ich sehr krass und interessant. Ja, hier in diesem Buch ist es so ein bisschen mehr typisch, ja. Robert Hunter, David Garcia, also da wird wieder etwas klassischer, etwas typischer diese Extremfälle, die sie ja immer haben, behandelt. Aber es war natürlich mal wie immer spannend und cool. Deswegen auch ja, hier sehr interessant. Und ich bin jetzt gerade auch dabei oder habe gerade den achten Band, ist es dann? Genau, den achten Band beendet. Das kommt dann natürlich im Monat August, aber es bleibt weiterhin mal wieder super. So, jetzt habe ich noch drei Bücher, die ich gerade lese. Zwei davon mache ich jetzt im Schnelldurchlauf, weil ich die euch auch schon gezeigt hatte in einem Vlog. Das war sogar, glaube ich, das letzte Video, das ich hochgeladen hatte. Oder das vorm Urlaubsvideo. Ja, so rum. Hier, Alva Schumas oder Schumer und die Woodland Academy. Der vierte Band. Ja, die Bücher lese ich jetzt immer noch gerade. Ich muss leider gestehen, dass ich aktuell in einer Leseflaute bin. Also so wie es jetzt gerade aktuell ist, ist mir das noch nie wirklich passiert. Das, was ich immer noch tue, sind Hörbücher hören, aber mich wirklich hinsetzen und lesen, kommt aktuell so super seltsam vor. Ich habe irgendwie tausend Dinge im Kopf und tausend Ideen und ja, Sachen zu erledigen und Bock auf andere Dinge einfach. Ich glaube, das ist einfach so eine etwas natürlichere, normale Leseflaute, die ich aktuell habe. Ich weiß es gar nicht genau. Ich bin mir sicher, dass es nicht an meinem aktuellen Hauptbuch liegt, Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten von Becky Chambers, weil jedes Mal, wenn ich dann da drin ein paar Minuten lese, wo ich mich halt gerade drauf konzentrieren kann, weil ich habe wirklich gerade so eine Leseaufmerksamkeitsspanne von nur so ein paar Minuten. Ich weiß auch nicht warum. Ja, aber wenn das eben der Fall ist, dann finde ich es unfassbar toll und möchte auch eigentlich weiterlesen. Ich bin hier jetzt gerade kurz vor der Seite 400, genau auf Seite 399 und auch gerade da, wo ich stehen geblieben bin, ist es richtig spannend und cool. Aber ich kann mich dann doch irgendwie nicht dazu aufraffen und dann, keine Ahnung, mache ich irgendwas anderes, habe tausend andere Sachen im Kopf, habe dann fast auch schon ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht Ding XY gemacht habe, das ich jetzt auch schon länger auf meiner To-Do habe. Also ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Aber wie gesagt, ich denke, dass es eher so ein natürliches, normales Ding ist aktuell. Und dass ich mich einfach mal wieder so ein bisschen reingrooven muss. Wir waren ja jetzt auch vor kurzem eine Woche in Urlaub in Polen. Und wenn man halt eine Woche weg ist, auch wenn eine Woche nicht viel ist, aber dann stauen sich halt doch so ein paar Dinge ein. Und ja, ich denke, es ergibt sich, erübrigt sich irgendwann wieder. Aber mal gucken, wie viel ich überhaupt im Oktober lesen werde. Es bleibt spannend für den Lesemonat, denke ich. Ja, aber jetzt habt ihr auf jeden Fall auch die Bücher gesehen, die ich gerade noch lese. Wie gesagt, das Buch ist einfach nur toll. Ich finde es richtig super. Das ist ein Science-Fiction-Buch und ich glaube auch ein relativ klassisches, typisches Science-Fiction, weil man hier auch verschiedene Alien-Rassen mitbekommt und erklärt bekommt. Dann ist es hauptsächlich auch im Weltraum, weil sie eben zu diesem kleinen Planeten im Mittelpunkt mehr oder weniger der Galaxie reisen und ja, alles wie gesagt sehr, sehr cool. Aber es dauert ewig. Ich habe mit der lieben Svenja vom Kanal Secret of the Books im September angefangen. Ich glaube, es war dann Mitte September und sie ist jetzt auch schon seit einer ganzen langen Zeit fertig damit. Aber ich hinke halt total hinterher und es tut mir auch extrem leid.
Aber ich weiß auch nicht, irgendwie kann ich aktuell nichts dran ändern. Und wenn ich mich zu sehr zwinge, dann habe ich ja auch keine Lust mehr. Oder ja, dann gefällt mir das Buch vielleicht irgendwie doch nicht so sehr. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Also es ist gerade eine sehr große Zwickmühle. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt für Leseflauten, weil wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich tatsächlich in so einer Leseflaute bin, dann lasst es mich bitte wissen. Aber es ist okay, ich versuche mich damit jetzt nicht zu sehr zu stressen, weil ich glaube, das ist wirklich eher kontraproduktiv. Genau, das war's zum Lesemonat, generell zum Monatsrückblick September, was Bücher angeht. Was habt ihr so gelesen? Was waren davon eure besten Bücher und auch schlechtesten Bücher? Es interessiert mich immer sehr. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video dann auch wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!